Lol, lol. Was ist denn das für ein geiler Baum? Hier ist ein Baumhausbaum. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft Hexit. Und was haben wir heute alles vor? Schau dir mal kurz unseren Plan, du hast hier den Überblick. Ja, heute haben wir vor, eine Smattery zu bauen. Da habe ich ja schon letzte Folge ein bisschen damit angefangen, dieses Crowd zu craften. Was wir damit dann genau machen können und so, das werdet ihr alles im Video erfahren. Hier... Was machst du gerade? Bitte. Ich habe nur meine Bogen repariert. Ja, okay. Als erstes... verteilen wir jetzt mal ein bisschen Kohle auf den ganzen Öfen, auf den ersten vier. So, und jedes tue ich ein halbes Stack Crowd erstmal rein. Vielleicht kannst du auch mitreden. Das habe ich aus Versehen getroppt übrigens. So, dieses Crowd vegetiert nun vor sich hin. Daraus kommen jetzt, wie du hier sehen kannst, Seared Bricks. Jetzt gib mal unten Smeltery ein. Oder am besten nur SME. Einfach nur SME unten eingeben. Und dann werden dir zwei Sachen eingezeigt. Einmal der Smeltery Controller und einmal der Smeltery Train. Jo. So, das sind zwei Sachen, die wir die Smeltery einbauen müssen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie das heißt, gib mal Seared ein, also S-E-A, einfach nur S-E-A. Dann hast du noch viel, viel mehr Blöcke, die wir auch brauchen. Ganz oben rechts ist der Seared Brick. Da kannst du mal drauf drücken, das craftet man aus 4 Seared Bricks und da hat man einen Block. Du kümmerst dich jetzt einfach mal, dass wir halt diese Seared Bricks bekommen. Okay? Ich kümmere mich dann hier mal dann um die anderen Sachen. Zum Beispiel um den Tank und sowas. Weil die Smeltery benötigt Lava. Es geht einmal außen rum und in der Mitte brauche ich ein Glas, das geht. Wow, ich habe ein Seared Brick. Nice. Good job. Ja, ich habe gerade schon ein bisschen was rausgenommen. Das ist so krass. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also, ich hatte noch nie was Schöneres gehabt. Ja. Jetzt. Warte, ich habe noch irre viel von diesem Clay. Brauchst noch Clay, oder? Ich hab noch einige Steaks. Vielleicht haben wir doch ein bisschen zu viel gekauft, vor allem. Aber man konnte nicht wissen. Alles klar. Man konnte es ja echt nicht wissen. So gut, da habe ich einen Tank. Was brauchen wir ansonsten noch? Wie viele Bricks soll ich machen? Bricks, so, mal was sehe ich, einen Stack. Ein Stack? Ja, einen Stack. Wobei, so viel haben wir gar nicht. Nee, ich habe jetzt 4 bis jetzt. Nice! Wir können uns insgesamt... Boah, lass mich überlegen. Ich glaube, einen halben Stack machen oder sowas. Kann man die wieder zurückmachen? Nee. Soll ich wirklich alles in die Seared Bricks abkloppen? Ja. Okay. Also, wo man so in 4er rein anordnet. Also so die 4 in einem Quadrat. Nicht, dass wir aneinander vorbeireden. Also aus vier solchen Erzen wird ein Seared Brick. Ja, genau. Ich hab voll Schiss, dass ich hier gerade irgendwie Scheiße baue oder so. So, und dann brauche ich hier noch. Oh Mann, ich baue. So, ich habe jetzt 9 Stück. Meistes Teil. Ah, da ist es ja. Dieses Ausflussrohr. Da ist Seared Faucet. Was kann man da eigentlich damit Erze machen? Erze schmelzen. Die nicht wissen, also ich weiß es natürlich. Man kann damit Erze schmelzen. Das ist viel schneller. Viel schneller und man kommt, glaube ich, soweit ich weiß, immer 2 Erze raus. Oh, das Telefon Clemming, das muss natürlich sein. Es wäre ja auch zu langweilig gewesen. Oh, ist das ein spannender Job, ey. Oh mein Gott. Ist auf jeden Fall. Ja, toll. Ich brauch gleich mal wieder hier ein paar. So, ich hab jetzt 14, ich werfe die mal hin, ne? Da. Okay. Ich hoffe, das sind die richtigen. Alles andere wäre ziemlich schlecht. Ja, weil ich hier einfach so viel von dem verbaut habe, von dem Grout. Ich überleg gerade, wie heißen diese Kessel, in die man das. Meint du, das ist ja Tinkers. Ja, ist Tinkers Construct.
Da. Ein Casting. Irgendwas mit Casting. Genau, hier. So, ein Casting-Table. Dazu brauche ich wieder 7 neue Bricks. Ich habe 3 bis also, jetzt. Also ich meine eigentlich nicht mal solche Bricks, ich meine... Doch, Bricks. Teile heißen Bricks. Ich glaube, ich mache mal ein neues Crowd. Warte, ich habe jetzt 5 Bricks. Hier. Okay, gut, danke. Ja, das reicht. Wie macht man Crowd? Aus Clay und... Aus Clay. Oh, ich habe so ein volles Inventar, ich habe sehr viele Backpacks, aber ich brauche das ganze Zeug, was ich habe. Ich lasse es lieber. Aha. Hier, ich drop dir mal kurz die Sachen, dann kannst du Neues machen. Da liegt noch, liegt noch was. Das heißt Crowd. Wie muss ich das anordnen? Ich habe keine Ahnung. Gib einfach Crowd ein. Ganz simpel. Ah, okay. Und zwar die untere Variante mit den Blöcken. Ja, also die Crowd 1, 3, 2, 3, 1. Ich hoffe, das ist das Richtige. Hoffe ich auch. Das besteht aus 3 solchen Dingern. Crowd, ja. Ja, wird schon richtig sein. Wo wollen wir unsere Smeltery platzieren? Also ich wäre dafür, dass wir es hier vorne tun. Irgendwo, wo es cool ist. Wo es ganz cool ist. So richtig krass cool, ne? So, das alles raus. Hast du das neue Crouch schon reingetan? Neue Bricks machen. Ja, habe okay. Ich habe jetzt wieder 4 Bricks. Gut, jetzt kommen wir kurz mit nach draußen. Wir schauen nämlich mal, wo wir diese anordnen können. Die kleinste Form ist im Innenraum, glaube ich, 3x3. Wollen wir die nicht in da vorne hinbauen zu den Öfen? Das wäre doch eigentlich viel cooler. Teil ist riesig. Das Teil ist groß. Wir können es natürlich auch hier in den Innenraum stellen, zum Beispiel hier hin. Hier einfach, hier, okay. Können wir da hin. So, ja. Hier. Boom. So. Mach's nicht kaputt. Ja. Nein. Ja. So passt. Du hackst doch. So, also das ist, wenn ich mich nicht täusche, ich habe mich damit schon ewig nicht mehr auseinandergesetzt. Doch, Blöcke sind weg. Jetzt muss ich hier noch an den Rändern hochziehen. Einmal den Controller. Ich neue Blöcke, ne? Lol, bei mir war wieder richtig hin. Nice. So, zack. Ich mache neue Blöcke. Ja, ja, mach das. Hier, ich habe 7. So, ich würde dich mal ganz gerne auf eine Expeditionstour schicken, und zwar brauchen wir Lava. Und zwar in Eimern. Kein Obsidian oder sowas, sondern einfach mit Eimern. Das heißt, du brauchst ein paar leere Eimer. Du könntest dann mal losziehen. Ein bisschen Lava suchen, damit Action in die Folge reinkommt. Okay, gut. Ich versuche dann nochmal den Mirror zu benutzen hier, ne? Und die Sonne geht jetzt ja unter. Sollen wir kurz schlafen gehen? Egal, es reicht ja. Ja. Zack. Hoffen wir mal, dass wir diese Folge noch schnell Lava kriegen. Da müssen wir mich jetzt ziemlich beeilen. Wie lange geht die Folge schon? Die geht auch überhaupt nicht lange, oder? 9 Minuten. Was? 9 Minuten schon. What the heck? Okay, So, rein. Ich hau hier mal alles wieder in die Kiste. Ich werf hier mal kurz alles hin, ja? Okay, mach das. Oh nein, das wollte ich gar nicht. So, hast du noch Sand, Kies oder Clay? Ja, was? Ne, ich hab's ja alles hingeworfen gerade. Ja, gut. So, ich geh mal Lava holen. Wo sind die Eimer drin? Da, 5. Reichen 5? Ja. Sidex? Ja. Gut, ja, dann mache ich mich mal auf den Weg, ne? Ja, mach das. Komm aber vor dem Abendessen wieder zurück. Ja, Mama, mach das. Die Ball hier kommt schon. Travel. Wir haben noch. Hier ist Clay. Ja, gut. Lol. Was ist denn das für ein geiler Baum? Hier ist ein Baumhausbaum.
Lol. Mit Lava. Oh. Okay. Alles klar. Wie geil ist denn das? Ich witze mir hier mal die Lava, ne? Ja, mach das. Ich glaube, das gehört zu einer Falle. Das ist aber sehr schön, dass wir hier jetzt was haben. So, und dann geht's gleich weiter, und zwar hier runter. Das ist die nächste Lava. So. Mhm. So, ja. So ist das doch entspannt. Zack, zack. Zack, da haben wir gleich die nächste Lava. Ich werde das einfach nur die Smeltery fertig haben. Sie wird nicht effizient, sie wird nicht groß. Einfach nur die Smeltery mal haben. Wir können auch alles Mögliche drin braten, glaube ich. Oder es gehen nur Erze, das weiß ich gerade nicht. So, ich habe jetzt, glaube ich, gleich 4 Lava-Eimer. Weißt du noch zufällig, was Ofen auf Englisch heißt? Mir fällt es gerade nicht ein. Gravel, oder? Ofen. Nee, nee. Ach man. Ach Gott. Goodbye English. Ja, echt so. Als ob ich gerade nicht weiß, wie Ofen heißt. Furnace. Ja. Ja, das ist echt peinlich, was du hier gerade abgibst. Ja, ist echt so. Bildungsauftrag nicht erfüllt. Ja, ist echt so. Ich wollte gerade mal schauen, ob es noch bessere Öfen gibt, weil es braucht so extrem lange. Okay, ich habe jetzt 4 Lava. 4. Ja, für den Anfang reicht es. Dann können wir zwar nicht viel machen, aber es reicht für den Anfang. Ich will mal ganz kurz gucken, was das ist. Ja, das funktioniert alles. Okay, dann. Perfekt. Hier ist so eine Falle wieder. Mhm. Okay, dann kommen wir schnell nach Hause. So. Muss noch meine Spitzhacke reparieren. Bei mir war wieder mega lag. Gut so. Nice. Ich hab meine Spitzhacke OP gemacht. Hacker. Ja. Kleiner Cheat. Okay. Da ich hab dich das schon mal für mich gesehen. Oder nicht? Ich bin wieder zu Hause, Papa. Ja. Dem Lava einmal Rechtsklick machen auf den Tank und hier. Tank. Nicht sneaky oder sowas. Sonst platzierst du Lava eher. Ja, wir haben Speicherplatz. 1, 2. Okay, jetzt schauen wir nach hier oben. Jetzt habe ich da vorhin Gold reingetan. Jetzt habe ich selber die Ingots reingetan. Denn daraus machen wir jetzt gleich was ganz Schönes. Ja. Oh, warte. Oh Gott. Erstmal hier müssen wir ein Ingot platzieren. Es ist sozusagen eine Schablone gleich. Wenn das hier geschmolzen ist, das heißt, schau mal hier rein, in den Controller. Der Streifen auf der linken Seite von jedem Ingot voll ist, dann wird es flüssig. Okay. Und dieses kann man dann wieder, ja sozusagen, mit Erzen machen. Dadurch verdoppelst du die. Und kannst immer so ausfließen lassen. Ich weiß, eher unnötig in diesem Modpack hier. Ist viel stärker, zum Beispiel in die Bis Infinity oder sowas. Damals war es richtig OP. Oh, es ist fertig. Jetzt können wir hier Rechtsklick machen. Und zack. Und jetzt ist jetzt so, wenn es gleich getrocknet ist, gibt es so eine Art Schablone außenrum. Das Ingot in der Mitte können wir rausnehmen. Und jetzt hast du die Schablone, oder? Rechtsklick drauf machen. Ja. Und jetzt geht es mal, wenn wir Neues hier reinfließen lassen, wird es automatisch zu einem Ingot umgewandelt. Können wir natürlich alles noch automatisieren und so. Ja, und wie gesagt, die Erze werden dann verdoppelt. Wie lange geht die Folge? 14 Minuten und 33 Sekunden. Dann schmelzen wir jetzt noch ein paar Erze. Also braucht halt recht schnell Lava. Haben wir überhaupt Erze? Ich glaube, wir haben überhaupt keine Erze. Wir haben einfach keine Herze. Und wir alles. Warte doch, das haben wir, das ist hier bei den Blöcken drin. Wer tut es in die Blöcke rein, bitte? Weil das Blöcke sind. Hier, willst du sie haben? Ja, gleich. Ja.
Ja, noch Kannst du ja drei mal Ingots alles können nehmen. wir Klopft raustun. einfach. Ich habe volles Ich Inventar. tu mal TNT rein. Das wird sicher funktionieren. Aber wie das explodiert gleich. Dafür nimmst du jetzt alle Verantwortung. Kann man hiermit Nein, auch du Legierung hast du machen? die Schale hier rausgetan? Ja. Aus Versehen. Hey, was machst du? Eine Karte rein. Warum? Wartest du, ich wissen, ob das funktioniert. Nein, wir haben kein Gold mehr drin. Ach, egal. So, aber Warte, ich ich habe die mach was. Ich mach Schablone. jetzt. Ich mach mal das hier Ja. rein. Nein, Einmal. nein, 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 nicht so, nicht Ah, so, nicht nee. so. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, nimmst du wieder. Da. Schau mal, du musst Schön. es hier vorne, hier rein. Den Ja, Controller. okay, gut. Da passt nur 9 Stück rein. Wie du es einfach von Hand da drinnen platzieren möchtest. Nice, good job. Cool, ich guck mal, guck mal. Hui. Ja. Wenn es lustig ist, Lass mal gleich, dann baden. bekommst du Damage. Kann man gleich mal machen. Alter, geht es schnell. Ist ja extrem, oder? Ja. Wir sind jetzt bei 16,5 Minuten. Ja. Okay, dann möchtest du die Folge beenden und wir warten nächste Folge. Natürlich. Das ist jetzt der Wenn Cliffhanger ihr diese wissen Woche, wollt. genau. Genau, wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn wir drin baden, dann klickt auch die nächste Folge wieder an. Wir verabschieden uns jetzt aber erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Like das Video, wenn es euch natürlich gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh. Ciao.